Heute werden wir einen kleinen Service an diesem Volvo 2.4 Benzinermotor durchführen. Das bedeutet, wir werden hier das Öl wechseln, den Ölfilter wechseln, den Luftfilter wechseln. Wir haben hier einen 2.4er Benziner. Es hat 5 Zylinder und er hat 140 PS. Dieser Motor ist baugleich mit der 170 PS Version. Der Luftfilter befindet sich hier. Dazu müssen wir einfach die beiden Schrauben herausdrehen. So. Die beiden Schrauben gehen nicht komplett raus. Die sind hier quasi so fixiert oder werden gehalten. Das ist aber halb so wild. Jetzt gehen wir einfach mit der Hand hier unten ran und ziehen das Ganze heraus. Und hier sehen wir auch den Luftfilter. Wenn wir ihn umdrehen, da sehen wir schon, dass der Luftfilter hier schön dunkel ist. Also der hat seine besten Zeiten wohl schon hinter sich. Der alte Luftfilter ist draußen, jetzt nehmen wir hier einen neuen. So, und setzen diesen einfach hier ein. Zunächst in die Kassette gut einpressen, eindrücken, dass er richtig sitzt. Das sieht gut aus. Bevor ihr den neuen Luftfilter einsetzt, stellt sicher, dass hier kein Laub, kein Dreck und vor allem kein Sand drin ist. Falls ja, geht hier rein mit dem Staubsauger, saugt das hier alles schön ordentlich raus. Habt ihr das alles gereinigt und ist der Dreck draußen, setzen wir den neuen Luftfilter mit seiner Kassette wieder herein. Einfach nur reinschieben. So, etwas andrücken, damit er richtig sitzt. Dann schrauben wir das Ganze wieder zusammen. Als nächstes wechseln wir das Öl, doch bevor ich das Öl unten ablasse, werde ich den Ölfilter wechseln. Das heißt, der Ölfilter, der befindet sich hier drüben, also hier, das ist die Ölfilterkassette und die muss aufgeschraubt werden. Bevor ich diesen Ölfilter gleich raushole, nehme ich einen Lappen, einen alten dreckigen und decke hier die Lichtmaschine ab. Man hat hier etwas wenig Platz, aber man bekommt den Ölfilter recht problemlos heraus. Um ihn herauszuholen, benötigen wir eine 36er Nuss. Ich habe mir dazu eine spezielle Nuss gekauft. Hier sehen wir sie von der Firma BGS mit der Artikelnummer 8821. Das ist eine 36er Schlüsselweite. Der große Vorteil an dieser Stecknuss ist, dass sie nicht allzu hoch ist. Das heißt, wir können sie hier problemlos ansetzen und wir haben hier noch etwas Spielraum. Diese Nuss kostet um die 13 bis 15 Euro, also kostet nicht die Welt. Aber das ist eine 36er Schlüsselweite, auch für Schrauben theoretisch geeignet und auch bei anderen Fahrzeugherstellern kann man die verwenden. Denn auch andere Fahrzeughersteller haben so eine Ölfilterkassette mit dieser 36er Schlüsselweite. Der Rest ist recht simpel. Ich habe hier ein Gelenk. Also wir sehen das Gelenk hier. Da kommt jetzt einfach die Nuss in das Gelenk. Das Gelenk auf eine Verlängerung. Und dann habe ich hier eine Ratsche. Und mit der Ratsche werde ich das Ganze jetzt hier öffnen. Boah! Da hat sich aber jemand sehr gut festgezogen. Na! Puh. Unglaublich. Und nun drehe ich das Ganze hier frei. Per Hand. Ja, das sieht gut aus. Ich habe mir jetzt eine Wanne vorbereitet, damit ich nicht allzu viel Öl verteile. Ich hoffe, ihr könnt dennoch was sehen. Es ist jetzt etwas eng. So. Und raus damit. Wir haben jetzt hier den alten Ölfilter und nun muss das Ganze einfach nur gezogen werden. So, auf der Kassette selbst sehen wir auch das Drehmoment 25 Newtonmeter plus 5 Grad. Naja, ich ziehe das Ganze sowieso per Hand an. Jetzt nehmen wir den neuen Ölfilter, holen ihn heraus, holen auch die Dichtung raus, den Dichtring, den brauchen wir. Schauen uns einen neuen Ölfilter an und achten darauf, ob hier irgendwo eine Beschriftung draufsteht, wie top oder oben. Eine Beschriftung haben wir hier oben nicht, also hier ist nichts eingeprägt, dass hier top oder oben steht. Auf der anderen Seite ist alles leer. Ihr setzt das immer so an, wenn hier keine Beschriftung angebracht ist, keine Markierung angebracht ist, dann nehme ich das mit der Aufschrift hier nach oben. Achtet darauf, ob in der Kassette hier auch noch Dreck ist, Verunreinigungen sind etc. Falls ja, dann bitte säubern. Jetzt nehmen wir uns einen kleinen feinen Schraubenzieher, ziehen den alten Dichtring von der Kassette herunter. Nehmen den neuen Dichtring und ziehen ihn einfach herauf.
So, setzen in die Position und mit Altöl fahren wir hier einmal drum herum, dass er nicht trocken ist und nicht reißt beim Neueinsetzen. Jetzt schnappe ich mir den neuen Ölfilter und nehme da, wo die Aufschrift oben ist, den setze ich dann immer so an. Einmal drauf, jetzt sitzt er, fällt auch nicht mehr heraus. Das war's auch schon. Jetzt nehme ich mir noch einen alten Lappen und mache das hier etwas sauber, denn die ganze Kassette. Jetzt habe ich mir etwas Altöl geholt und mache den Dichtring nochmal feucht. Das sieht soweit gut aus. Und das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. So, jetzt ziehe ich dann per Hand etwas an. Wie gesagt, Drehmoment blende ich euch im Video ein. Das muss passen. Ja, mit der Spezialnuss ist das Ganze sehr schnell gewechselt, wie ihr seht, und auch recht komfortabel. Als nächstes werde ich das Öl ablassen. Dazu mache ich zunächst den Öleinfüllstutzen auf. Das mache ich deswegen, damit das Öl unten schneller herausfließt, weil wenn das verschlossen ist, entsteht ein Unterdruck beim Ablassen des Öls und dann dauert es länger und so fließt das Öl unten schneller heraus. Ich bin jetzt unterm Auto, das ist die Ölwanne. Hier haben wir die Ölablassschraube und die werde ich jetzt lösen. Ich werde versuchen, das Ganze mit einem Mausschlüssel zu lösen. Ich setze dazu diesen Ringschlüssel hier an und werde mit dem Hammer, mit einem guten Schlag, hoffen, dass ich mit einem Ruck die Schraube hier gelöst bekomme. Falls es nicht scheitert, denn ich zoome mal näher ran, weil ihr seht schon, die Schraube hier ist schon angenudelt und das an allen Ecken. Das heißt, das kann jetzt sehr lustig für mich werden, ob ich das gelöst bekomme oder nicht. Ich habe mir sicherheitshalber hier eine neue Schraube bereits gekauft. Hier sehen wir sie. Ich lege die Kamera jetzt beiseite, denn ich brauche dazu beide Hände. Okay, Planänderung. Ich nehme hier mein anderes Werkzeug und nehme eine Stecknuss. Mal sehen, wie es damit gleich läuft. Jetzt hoffe ich, dass ich das hier problemlos aufbekomme. Opa! Das ging ja einfacher, als ich dachte. Sehr schön. So, ich nehme jetzt mal wieder den Schlüssel, dann könnt ihr auch mehr sehen. Ja, das sieht gut aus. Schraube ist lose. Sehr schön. Gleich kommt die Schraube heraus. Ja, ist lose. Einmal ruckartig ziehen, aber Ölwanne drunter halten. Gut. Der Dichtring ist jetzt heruntergefallen ins Öl. Das ist die alte Ölablassschraube. Normalerweise verwende ich immer die alten Ölablassschrauben. Aus dem einfachen Grund, weil diese Ölablassschraube hat sich schon an die Fassung von der Ölwanne angepasst. Und eine neue Ölablassschraube hat gewisse Fertigungstoleranzen und die ist mal dicker, mal dünner, mal länger. Und wenn wir uns das genau anschauen, von der Länge hier, die neue ist ganz minimal ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennt. Ich halte sie jetzt mal so heran. Dann sehen wir, ich habe die Schraube jetzt hier an dieser Sitzfläche angelegt und wir sehen, dass die alte Schraube hier die Sitzfläche nicht erreicht. Kurz gesagt, die neue Ölablassschraube ist minimal länger. Und das sind diese Fertigungstoleranzen, von denen ich spreche. Eine neue Ölablassschraube ist in der Regel entweder dünner oder dicker oder länger oder kürzer, weil einfach Fertigungstoleranzen in der Produktion bestehen. Deswegen verwende ich am liebsten alte. Allerdings ist diese alte hier, die ist nicht mehr scharfkantig. Wenn ihr das hier seht, die Ecken sind hier einfach alles schon weg. Der neue ist schön scharfkantig. Nur aus diesem Grund werde ich jetzt die neue hier verwenden. Es kann nämlich passieren, wenn man immer eine neue Ölablassschraube verwendet, dass die Ölwanne irgendwann kleine Haarrisse bekommt und dann kann es sein, dass sie immer weiter reißt und dann muss die gesamte Ölwanne gewechselt werden. Deswegen bin ich davon kein großer Freund. Aber in diesem Fall, aufgrund dieser Tatsache, dass hier die scharfkantigen Ecken weg sind, nehme ich jetzt eben die neue. Dazu nehme ich einen neuen Dichtring und die Ölablassschraube selbst und gehe hier einmal mit einem Lappen drüber, mache das hier grob sauber, setze das an und schraube das an. So. Ich habe jetzt eben nochmal nachgeschaut. Nach meinen Unterlagen bekommt diese Ölablassschraube 50 Newtonmeter. Also das Anzugsdrehmoment sind 50 Newtonmeter. Ich persönlich, ich finde das viel zu viel.
Also ich würde das hier auf keinen Fall mit 50 Newtonmeter reinklatschen, weil sonst habe ich das Problem, in einem Jahr, wenn ich das lösen muss, nudel ich mir wieder die Ecken hier ab. Nee, da habe ich gar keine Lust drauf. Ich würde das per Hand anziehen, so wie ich es immer mache. Ja, das reicht. Das wird von alleine nie wieder aufgehen. Zu guter Letzt nehme ich noch Bremsenreiniger und mache das hier ölfrei, fettfrei, quasi trocken, damit hier keine Ölspuren mehr da sind. Wenn ihr euch unsicher seid, ihr könnt ja ein paar Kilometer fahren und danach nochmal schauen, ob das hier auch wirklich dicht ist. Das war es jetzt unterm Auto. Wenn ihr schon unten seid, schaut euch alles andere auch an, ob irgendwo was ausgeschlagen, irgendwo was undicht ist etc. Einmal unterm Auto alles inspizieren. Das war es jetzt dazu. Ich bringe jetzt die Unterbodenverkleidung nochmal an, gehe nach oben und fülle das neue frische Öl ein. Das Öl haben wir jetzt herabgelassen. Jetzt werden wir frisches Öl auffüllen. Dazu nehmen wir den Einfülldeckel herab. Leider ist während der Videoaufnahme der Akku des Mikrofons leer gelaufen und ich hatte es nicht gemerkt. Daher die nachträgliche Tonaufnahme. Wie ihr im Video seht, habe ich ein Rowe Motoröl verwendet. Abhängig vom Baujahr eures Fahrzeugs bekommt euer Motor das entsprechende Motoröl. Welches das ist, seht ihr unten in der Videobeschreibung. Da mein Volvo S40 von Baujahr 2008 ist, bekommt mein Modell 5,5 Liter Motoröl. Wie ihr gesehen habt, das war der ganze Ölwechsel. Es ging recht einfach und ist auch recht schnell gemacht. Ihr kommt bei diesem Motor an alles recht gut und recht schnell heran. Das Einzige, was ein bisschen unbequem sein könnte, ist der Ölfilter. Aber wenn ihr die richtige Nuss habt, dann kommt ihr auch da recht schnell und recht komfortabel heran und dann geht es auch recht flott. Ansonsten, alles was ich hier verwendet habe, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und was bleibt noch übrig? Natürlich die Serviceanzeige zurücksetzen. Das heißt, die Serviceintervallanzeige, wie die zurückgesetzt wird, habe ich in einem anderen Video aufgenommen. Seht ihr unten in der Videobeschreibung, da habe ich euch das Video verlinkt. Einfach anklicken, dann seht ihr, wie das geht. Geht auch recht zügig und einfach. Das soll es zu diesem Video gewesen sein. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liken und teilen würdet, aber ganz besonders, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Von daher, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.